Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, die Liebe Gottes des Vaters, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Ich begrüße euch ganz herzlich an diesem Neujahrsmorgen, wie der gestrige Abend, auch ein ganz besonderer Morgen. Ich darf Stellvertretung für die Fanny Kammerlander, die etwas kränklich ist. Wir wünschen ihr schnell gute Besserung. Unsere Musik, mit der wir in dieses neue Jahr hinein starten, vorstellen. Manuel Kuttan Zither, den haben wir schon mal gehabt. Gell? Heinz Daurer Trompete, Rainer Ebert Drums. Ich darf vorlesen, wie wir euch angekündigt bekommen haben. Manuel Kuttan, die Zithergröße, ich füge jetzt hinzu schlechthin, preisgekrönt, bekannt aus der Kerschbaum-Zittermusi, da reden wir nachher noch am Schluss. Auftritte mit dem Schauspieler Günther Maria Halmer, darum müssen wir reden, weil da muss ich da was erzählen, was ich mit dem Halmer zum Tor habe. Der ist ganz wichtig für mich. Konzerte im Mozarteum Salzburg, auch da war ich, irgendwie haben uns unsere Wege schon gekreuzt und wir haben uns nicht getroffen, gell? Und bei Zitterfestivals im österreichischen und bayerischen Raum lernte 2016 den renommierten Schlagzeuger Rainer Ebert kennen, der Mann mit Hut. Es entstand die Idee, ein Rock-Jazz-Funk-Schlagzeug mit den Klängen einer volkstümlichen Zither zu vereinigen. Der Ausnahmetrompeter Heinz Dauter, Rechtshammern, Auftritte mit Udo Lindenberg und Natalie Cole, komplettiert das Trio und nun wird das Gesamtkunstwerk auf der Bühne musiziert. Wir freuen uns, dass wir mit euch dieses Jahr beginnen dürfen und nachher werden wir ein bisschen darüber reden, denn wir haben eine ganz bedeutsame Nacht hinter uns. Das ist der, man möchte es nicht glauben, ich muss ja wirklich herzeigen, das ist der einzige abgebrannte Feuerwerkskörper, den ich heute Morgen gefunden habe. Der einzige. Er steht für mich, und ich werde ihn wirklich aufheben, für das ganz andere Silvester, das wir gestern, heute Nacht erlebt haben. Ich bin kurz vor Mitternacht zur Kirche wiedergekommen. Diesmal ging alles problemlos. Jetzt weiß man ja mittlerweile, wenn nachts eine Gestalt durch die Dunkelheit huscht, kann es nur der Pfarrer selber erleiden muss. Und für mich war das ein unglaublich erhabenes Gefühl. Weil ich mir gedacht habe, dass ich ja schon als Jugendlicher habe ich mich der Bewegung Brot statt Böller angeschlossen, hätte nie in meinem Leben da Geld ausgegeben für sowas. Aber wer das tun will, bitte, hängen ja auch Menschen daran, die sowas produzieren, keine Ahnung, will ich mich nicht einmischen wirtschaftlich, aber mir war es Job gewesen als Geld, aber mir war das Brot für die Armen eigentlich immer wichtiger. Dann bin ich jetzt fast 3 Jahrzehnte hier und habe mir immer so an Silvester gedacht, ist halt schot, gell. Da leitet mit deinen 6 Glocken wie ein Irrer gegen dieses Geböller los, aber man hat es eigentlich nicht gehört. Reichenbachbrücke und die anderen Brücken an der Isar, der Hotspot der Feiernden. Und gestern alles leer. Ich war wirklich der Einzige, der da hier um seine Kirche geschlichen ist. Es waren ein paar Leute auf dem Balkon. Und mein erster Gedanke war, ich hätte es nicht geglaubt, dass das so diszipliniert geht. Also das war, ich war direkt richtig berührt, dass die Menschen da wirklich mitmachen. Und dann war mein zweiter Gedanke, als ich so in der Dunkelheit meine Kirche angeschaut habe und den Glockenklang genossen habe, gäbe es eine würdigere, eine ehrlichere und eine aufrichtigere Art und Weise, dieses Jahr zu beschließen, als wie wir es gerade tun? Wäre das wirklich angemessen gewesen, wir hätten wie jedes Jahr einfach Silvester zelebriert, wie man halt Silvester zelebriert? Völlig unabhängig von dem, was uns in diesem Jahr für ein Schicksal ereilt hat. Nicht uns als Privatpersonen alleine, das bringt ja jeder mit in so eine Feier, sondern wirklich uns als Welt.
Wäre es wirklich gerecht gewesen, einfach so zu feiern, als wenn nichts gewesen wäre? Ich habe, und das war mein letzter Gedanke dann, dieses ehrwürdige mitternächtliche Geläut als ganz große Form der Teilnahme und der Auszeichnung für diese mittlerweile ja schon zigtausenden Covid-Toten verstanden. Ich habe für sie am Vaterunser gebetet und habe mir dann gedacht, nicht nur aus dem Glauben heraus, sondern auch aus der ganzen momentanen Entwicklung heraus, nein, ihr seid nicht umsonst gestorben. Und auf jeden Fall seid ihr in Gott hineingestorben. Insofern war das gestern, glaube ich, für jeden von uns, der das erleben durfte, ob daheim am Fenster oder am Balkon oder wo auch immer er sich bewegen konnte. Es war ein sehr bewegender Moment. Und was haben wir uns gespart? Reinigungskosten ohne Ende. Wenn ich mir denke, wie an so einem Neujahrsmorgen hier unsere Reichenbachbrücke, unsere Wittelsbacher Brücke, unsere Ludwigsbrücke ausgeschaut hat. Klar, wenn man sich da trifft, wenn man da anstoßt, mit wildfremden Menschen sich ein gutes neues Jahr wünscht. Ja, unsere Straßenkehrer können nicht Schafkopf spielen. Es gibt nichts zu kehren. Ich vergönne es ihnen, auch immer in diesem Jahr. Gehen wir hinein in dieses Jahr. Gehen wir hinein, nicht mit aufgesetzten oder sprücheartig heruntergebeteten Optimismus. Gehen wir hinein mit einer ganz tiefen Bereitschaft, mit dieser heiligen Familie, von der wir heute wieder hören werden, aufzubrechen. Aufzubrechen in eine wirklich neue Zeit, die uns unabhängig von diesem Kalenderblatt bevorsteht. Das, was wir in diesem Jahr alles anzupacken haben und anpacken werden. Und es ist nicht nur Corona gemeint. Es ist das Klima gemeint. Es ist die Weltökonomie gemeint. Es ist die Flüchtlingsproblematik gemeint. Alles ist geblieben. Haben wir alles noch vor uns. Gehen wir da hinein mit einem ehrlichen Optimismus und mit dem Vertrauen darauf, dass wir nicht nur so, wie die Menschheit jetzt diesen Impfstoff zu Werke gebracht hat, dass wir auch zu anderen und vor allem zu den wichtigsten Werken dieser Welt, nämlich den Werken des Friedens, in der Lage sind. Mit der Mystikerin Teresa von Avila, mit ihrem berühmten Nada de Turbe, der sich auch gestern ja schon im Jahresschlussgottesdienst zitiert habe, möchte ich unser Kyrie formulieren und damit Christus in unserer Mitte begrüßen. Nada de Turbe, nichts soll dich ängstigen, nichts erschrecken, alles vergeht. Nur Gott bleibt immer dasselbe. Herr, erbarme dich. Nada de Turbe, Gott ist in dir. Was brauchst du noch anderes? Gott allein genügt. Christus, erbarme dich. Nada de Turbe, nichts soll dich ängstigen, nichts dich erschrecken, alles vergeht. Nur Gott, er bleibt dasselbe. Herr, erbarme dich. Der allmächtige Gott erbarme sich uns. Er nehme von uns Sünde, Schuld, Angst, Verzweiflung, Depression, Mutlosigkeit, gerade den Mut, den wir brauchen, und am Ende unseres Lebens den Tod und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Meine Herren, was hören wir für die Musik zum Gloria? Da fliegen wir ein bisschen aus in den Harmonien. Mit Major Tom ins Raumschiff, das oder? Es ist unsere Antwort auf den großen Inspirator. Da muss ich gleich erzählen, mein Bruder ist in der Fliegerei, ist so für Flugzeuge, Triebwerksingenieur und so weiter und hat als Jugendlicher schon einen Flugschein gemacht. Und ich habe mir dann auch gedacht, was der macht, mag ich auch fliegen. War gern Hubschrauberpilot geworden, gell? Und dann hat unser Papa zu mir gesagt, na, einer da oben genügt. Deswegen habe ich nicht den Flugschein machen dürfen. Und dann habe ich mir gedacht, ja gut, dann gehe ich eine Staffel weiter, dann packe ich es gleich mit dem Himmel an. Dann bin ich der Pfarrer geworden, gell? Wir steigen ein ins Raumschiff. Thank you.
Das Raumschiff des schwebt ganz langsam dahin. Die ist leer, die Flasche ausgetrunken, der letzte Chick ist längst verglüht. Der Volksmund Tellerrand hat sich umsonst darum bemüht, hat platt gemacht, ausgelacht, wenn kein Mächtig seine schöne Gefühl und der Hund begreifen wollen, dass ein Astronaut einfach frei sein will. Durchklatschen, dünner klatschen. Ja, wie der mit den zwei Trompeten da hantiert, mir war er auch nicht schon zu früh, gell? Und das ist ein guter Gott, zaghaft und unsicher betreten wir dieses neue Jahr. Wir wollen Mut und Zuversicht fassen in der alten Weisheit, dass auch die weiteste Reise immer mit einem ersten Schritt beginnt. Und darum bitten wir dich, segne unsere Reise durch dieses Jahr. Segne uns. Lass uns gelingen, was wir tatkräftig in die Hand nehmen. Vor allem alle Werke des Friedens. Darum bitten wir dich durch Christus, unseren Herrn. Amen. Als Lesung habe ich ausgewählt einen Text aus dem Römerbrief, der mir am meisten begegnet bei Beerdigungen, aber es ist gar nicht so schlimm, sondern ganz im Gegenteil. Da ist ein Satz drin, den der Paulus den Christen in Rom sozusagen vorausschickt, bevor er dort ankommt, weil er ist ja in einer sehr misslichen Situation. Er kommt ja nicht als strahlender Held und Sieger dahin, sondern als Gefangener. Und er weiß, er wird in Rom für seinen Glauben sterben. Das weiß er, auch wenn er römischer Bürger ist, ein normales Verfahren kriegt, aber die werden ihn töten. Dann kommt dieser Satz und das ist so wichtig, das ist so entscheidend, in welchem Umfeld Menschen was sagen, ob das jetzt nur hohle Formeln sind oder echte Überzeugung. Was kann uns scheiden von der Liebe Christi?
Nichts. Weder Kälte noch sonst irgendwas. Nichts kann uns abbringen davon. Das ist doch ein guter Vorsatz für dieses neue Jahr. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Römer. Schwestern und Brüder, ist Gott für uns, wer ist dann gegen uns? Er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer kann die Auserwählten Gottes anklagen? Gott ist es, der gerecht macht. Wer kann sie verurteilen? Christus Jesus, der gestorben ist, mehr noch, der auferweckt worden ist, sitzt zur Rechten Gottes und tritt für uns ein. Was kann uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Not oder Verfolgung, Hunger oder Kälte, Gefahr oder Schwert? In der Schrift steht, um deinetwillen sind wir den ganzen Tag dem Tod ausgesetzt. Wir werden behandelt wie Schafe, die man zum Schlachten bestimmt hat. Doch all das überwinden wir durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Gewalten der Höhe oder Tiefe, noch irgendeine andere Kreatur können uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Wort des lebendigen Gottes. Thank you.
Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit eilten die Hirten nach Bethlehem und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Krippe lag. Als sie es sahen, erzählten sie, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, die es hörten, staunten über die Worte der Hirten. Maria aber bewahrte alles, was geschehen war, in ihrem Herzen und dachte drüber nach. Die Hirten kehrten zurück, rühmten Gott und priesen ihn für das, was sie gehört und gesehen hatten. Denn alles war so gewesen, wie es ihnen gesagt worden war. Als 8 Tage vorüber waren und das Kind beschnitten werden sollte, gab man ihm den Namen Jesus, den der Engel genannt hatte, noch ehe das Kind im Schoß seiner Mutter empfangen wurde. Frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Wir haben uns noch einmal das Evangelium des gestrigen Abends sagen lassen. Und jetzt können wir es mal von einer, ja, notwendigerweise von einer anderen Sicht betrachten, weil wir am Anfang eines Jahres stehen, wo jeder seine persönlichen Wünsche hat. Aber ich glaube, wir alle einen gemeinsamen Wunsch haben, nämlich dass dieses Jahr ein gesundes Jahr wird und dass die Welt wieder sozusagen rund laufen kann und dass diesem Tritt, aus dem es geraten ist, wieder hineinkommt. Wenn man dieses Evangelium hört, das ja irgendwie so diese Weihnachtsgeschichte abschließt, dann kommt der erste Gedanke, das ist ja gerade noch mal gut gegangen. Also das mit der Geburt, ich meine, es hätte ja alles anders gehen können. Diese ganzen Umstände, die da waren, die wir natürlich sehr verniedlicht in unseren Krippen hier darstellen, das ist Dramatik pur, was hier geschehen ist, da hochschwanger aufzubrechen und so weiter. Und dann, wir werden es ja weiter noch hören, dann die Flucht nach Bethlehem und so weiter. Aber allein dieser Hinweis auf dem am 8. Tag wird das Kind beschnitten. Das heißt, jetzt ist wieder Ordnung eingekehrt. Genau nach dem, was wir uns sehnen. Jetzt ist es in Ordnung. Oder es wird, hör genau hin dann, wenn wir Epiphanie, also Heilig Drei König feiern, bei der Ankunft der Weisen heißt es dann, sie fanden Maria und das Kind in ihrem Haus, dort suchten sie es auf. Das heißt, sie sind schon wieder zurück, alles ist gut, jetzt kann es normal laufen. Und wir hören ja auch bis auf die Szene vom 12-Jährigen nichts mehr. Jetzt ist es, ja, gerade einmal Glück gehabt. Alles gut gegangen. Wir fragen uns also an diesem Tag, was wird uns dieses Jahr, was wird uns die Zukunft bringen? Und jetzt möchte ich mal mit dem Evangelium fragen, was hat sich eigentlich Maria gedacht? Was hat sie sich eigentlich gewünscht von ihrer Zukunft? Was hat sie sich eigentlich erhofft? Dasselbe wohl, was sich jeder Mensch erhofft, wie die Frau erhofft, die guter Hoffnung ist, die ein Kind erwartet, dass halt alles normal und gut geht. Aber wenn ich dann hinschaue, was da draus geworden ist, das ist ja alles andere als gut. Diese ganzen Auseinandersetzungen, dann sie muss ihren Sohn gehen lassen. Es gibt diese berühmte Stelle, wo sie Jesus sagen, deine Familie steht draußen, wo sie ihn wieder nach Hause holen will, wo er der ist, der Schande über die ganze Familie bringt, völlig aus der Art geraten, völlig ausgeflippt, hier der als Wanderprediger durch die Gegend zieht, bis zum absolut schlimmsten Worst Case, den es gibt, dieses Stehen unter dem Kreuz, sein eigenes Kind dermaßen leiden sehen. Also das hat er sich ja mit Sicherheit nicht gewünscht. Die wird sich wie jeder von uns heute in diesem Tag nur positive Dinge wünschen. Es gibt ja auch Anlass, selbst wir jetzt vor diesem Jahr, da gibt es eine Menge, das darf man nicht übersehen. Das ist nicht nur der Impfstoff und auch die Verteilung, die werden schon irgendwie hinkriegen. Mein Gott, das machen die auch alle zum ersten Mal, denke ich mir.
klarmachende Fehler. Da ist doch keiner dabei, der schon mal so eine Pandemie bewältigt hat. Das ist halt jetzt einmal so. Aber Amerika hat gewählt, da bestehen große Chancen, dass es wieder vielleicht zum vernünftigen Umgang mit dieser größten Macht der Welt gibt. Sie haben auf dem letzten Drücker noch Brexit am Vertrag zusammengebracht. Den hätten sie zwar auch schon vor einem Jahr zusammenbringen können, aber die menschliche Eitelkeit ist ja größer als die Vernunft. Und wenigstens ist das jetzt, was den Handel betrifft, so weit einmal in Bahnen geleitet. Was dann daraus wird, das wird man sehen. China hat einen unglaublichen Wirtschaftsaufschwung bereits, was auch für uns eine Bedeutung hat. Habe ich heute Morgen gelesen, also das wächst nicht auf meinem Mist, weil wir ja Exportnation, Exportrekordhalter sind. Das heißt, dass auch unsere Wirtschaft sich da einhängen kann. Also es sind ja Dinge da, die positiv sind, wie ist jetzt immer die Rede, das Licht am Ende des Tunnels wird immer heller. Wichtig ist, dass dieses Licht nicht entgegenkommender Zug ist, sondern wirklich das Tor zur Freiheit. Da ist ja einiges da. Wo war das Licht am Ende des Tunnels für Maria? Es wird dann der Ostermorgen gewesen sein. Die Bestätigung, dass all ihr Einsatz für dieses Kind, für ihren Sohn sich gelohnt hat. Ja, sie hat sich ganz was anderes gewünscht. Und sie ist, wie es bei der Weissagung des Simon heißt, ein Schwert wird deine Seele durchbohren. Sie ist wirklich durch Leid und Not gegangen. Das heißt jetzt nicht, dass das erstrebenswert ist. Das würde gerne so in der christlichen Ethik gemacht. Wir müssen leiden, damit Gott uns lieb hat. Nein, sage ich, der darf mir ja gern haben, auch wenn es mir gut geht. Da habe ich überhaupt nichts dagegen. Nein, sondern was wir in diesem Tag bedenken wollen, vor allem nach diesem schrecklichen Jahr, vielleicht haben wir es gelernt, wie furchtbar zerbrechlich dieses Leben ist, diese Welt ist, im Würgegriff von so einem unsichtbaren Virus, wie zerbrechlich und damit schon allein deswegen wertvoll, weil zerbrechlich. Vielleicht sind wir im vergangenen Jahr in die Lehre dieser Erkenntnis gegangen. Ich habe mir jetzt sehr oft in Jahresrückblicken gehört, dass wir vielleicht diese Erkenntnis mit hineinnehmen, sozusagen in den Rucksack, in das Gepäck, mit dem wir jetzt in dieses Jahr aufbrechen. Dass wir nie verlernen, wie wertvoll das Leben ist. Aber was ist das Wertvollste am Leben? Das Materielle kann es nicht sein. Was haben wir jetzt da aufbieten müssen, schon Schulden machen müssen, die uns Jahrzehnte jetzt begleiten werden? Da sind viele von uns, mich eingenommen, nicht mehr da. Da müssen unsere Kinder und Enkelkinder diese Schulden noch abbezahlen, die wir jetzt aufgrund dieser Pandemie aufnehmen mussten. Also das Materielle kann es nicht sein. Äußere Macht, wenigstens Donald Trump hat es erlebt, dass in solchen Systemen, guten Systemen wie die Demokratie, die Macht nichts bleibend Irdisches ist. Es wird dir genommen. Das ist auch gut so. Was kann es sein, was wirklich wichtig ist? Das möchte ich aus diesem Evangelium und aus diesem Lesungstext herausholen. Das wirklich Wichtige ist, dass ich mich nie fragen muss, lieber Gott, bist du überhaupt noch da? In all diesen Prozessen, die diese Gottesmutter hier erlebt und die wir mit ihr erleben werden, jetzt auch in diesem Jahr, es wird immer ihre Nähe, ihre Verbundenheit mit diesem Herrgott sein, der sie das Leben bestehen lässt. Das kommentiert ein Paulus. Was kann uns scheiden von der Liebe Christi? Nichts. Und das ist der allergrößte Besitz, diese Frage so und nicht anders beantworten zu können. Er ist mein Helfer, er ist mein Retter, er ist mein Heiland, er ist mein Jesus, mein Gott mit mir. Er ist der, der hilft und der immer bei mir da ist. Es geht nicht darum, dass alles glatt läuft, vor allem, dass ich nicht an dem, was mein Leben schwer macht, vorbeirausche. Haben wir dieses Jahr 2020 erlebt. Niemand von uns war in der Lage, das Ganze einfach wegzupusten, sondern miteinander. Und miteinander heißt nicht nur wir untereinander, sondern miteinander, das heißt, wir mit unserem Herrgott unser Leben zu bestehen. Darum
hören wir diese wunderbaren Texte an diesem ersten Tag des Jahres. Habt keine Angst, fürchtet euch nicht. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Mag sein, dass ihr vieles verliert. Und was haben wir letztes Jahr alles verloren? Auch an Hoffnungen vielleicht. Nur eines werdet ihr nie verlieren. Und das wäre der allergrößte Verlust, den es gibt. Das Bewusstsein seiner allgegenwärtigen Liebe zu dir. Und wer dieses Bewusstsein hat, wer es spürt und wenn es nur keimhaft da ist, dem kann nichts mehr genommen werden. Umgeben von dieser alles umfassenden Liebe gibt es nichts Höheres mehr, aber auch nichts Tieferes mehr, was mich hinunterziehen oder vernichten könnte. Was kann mich scheiden von der Liebe Christi? Kälte, Gefahr, was auch immer, Gefangenschaft, Schwert, Not, nichts. Da spricht kein Held, sondern einer, der sich geliebt weiß. Mit dieser Liebe im Gepäck gehen wir dieses Jahr. So, und jetzt gehe ich wieder rauf zu meinen Musikern, weil ich dir erzählen wollte, wegen Günter Maria Halmer. Nochmal kurz, wie war das, was habt ihr gemeinsam gemacht mit Günter Maria Halmer? Moment, nein, mach mal lauter, Heinz, dass er reden kann. So. Das ist jetzt schon etliche Jahre her, da haben wir hat er die Heilige Nacht gelesen und wir haben das musikalisch begleitet. Aber das hier ist unser Glitzerbeißel mit dem Ray und mit dem Heinz und das ist einfach unsere Erzählart, wie wir das, wo wir uns so Gedanken machen, kundtun können. Warum ich Günter Maria Halmer erwähne, ist Folgendes, weil ich habe es ein paar Mal immer wieder, wenn ich ihn mal getroffen habe, bei so verschiedenen Gelegenheiten erzählt, aber ich weiß auch nicht, ob er es gemerkt hat. Dieser Mann ist verantwortlich für meinen Namen. Er ist jetzt nicht mein Vater, der hat mich nicht getauft oder was, sondern es ist eine andere Geschichte. Ich heiße ja Rainer Maria, weil meine Mama Rilke so geliebt hat. Und ich habe aber mit der Maria immer so Schwierigkeiten gehabt, weil immer, wenn sie mich daheim geärgert haben, haben sie zu mir Mare gesagt. Ja, das tut weh, gell? Also habe ich das Maria weglassen, weil man denkt, je weniger die Leute es wissen, umso weniger können die veräppeln. Und dann war ich 1987, ich war gerade frisch geweiht als junger Priester. Bild hübsch, du magst dir gar keine Vorstellungen. Und war Kaplan in Rosenheim. Und da war ich im Supermarkt. Und dann stehe ich da an der Kasse und da steht Günter Maria Halmer vor mir. Und dann denkt jetzt, sage ich, Herr Halmer, ich muss Ihnen jetzt anreden, ich bin da der Kaplan, aber das ist wurscht, das tut jetzt nichts zur Sache. Ich habe eigentlich nur eine, ich will ja kein Autogramm und gar nichts, nur eine Frage. Wie geht es denn Ihnen mit dem Maria in Ihrem Namen? Und dann schaut er mich an und sagt so, mit so einer schnottrigen Lippe, gell, das kann er ja so, wie der Charlie noch in München Geschichten, gell, Sacramento, gell, sagt er zu mir, wissen Sie, hat er gesagt, dieses Maria ist für mich immer die akustische Vergewisserung, so wie er das immer betont, die akustische Vergewisserung meiner Katholizität. Und damit meine ich meines Aufgehobenseins in einer Liebe, die jeden Menschen umgibt. Musst du dir vorstellen, stehe ich frisch geweiht, ich war nur bachelwarm, Händeauflegung, stehe ich geweiht, frisch geweiht in einem Rosenheimer Supermarkt und krieg von einem hervorragenden und vielleicht einer der wenigen Volksschauspieler, die wir noch haben, krieg ich so eine theologische Unterweisung. Ich bin bepackt mit vielen Taschen, aber so groß mit Hut aus diesem Supermarkt raus. Ich habe endlich verstanden, Jahre nachdem meine Mama schon tot war, was dieses Maria in meinem Namen soll. Ich habe in dem Moment ein Glück gespürt, eine Zufriedenheit gespürt. Was habe ich eigentlich für tolle Eltern gehabt, die sich das überlegt haben, die so in die Tiefe gegangen sind mit diesem Namen. Und ich, Depp, habe immer nur das Mari gehört. Aber dass es genau um diese Liebe ging, das hat er mir erklärt. Und das habe ich ihm schon ein paar Mal gesagt, sage ich, ohne die war ich halt immer noch ohne diesen wunderschönen Namen. Und habe dann begonnen, langsam, vorsichtig,
mit meinem Doppelnamen zu unterschreiben, mich vorzustellen und dann mich anreden zu lassen. Das war ein langer Prozess, es war wie eine zweite Geburt. Und das habe ich dem Günter Maria Halmer zu verdanken. So, wir machen jetzt was Schönes, wir machen jetzt eine Musik und ich werde zu dieser Musik einen ganz tollen Text dazu vortragen. Den kann ich ja kurz noch vorstellen, und zwar von Charles Péguy. Der Text heißt »Das Tor zum Geheimnis der Hoffnung«. Und welche Musik machen wir dazu? Wir hören es, genau. Gibt es mir Zeichen, wann ich anfange, oder kann ich einfach anfangen? Gut, alles klar, dann bin ich bereit. Genau. Heiland, mein Kind, ist nicht gekommen, um uns Ammenmärchen zu erzählen. Du kannst dir denken, dass er diese Reise bis zur Erde nicht gemacht hat, um uns irgendwelche Schnurren zum Besten zu geben oder Windbeuteleien. Es gab da Gescheiteres zu tun. Er hat die 33 Jahre seines irdischen Lebens nicht dazu verwandt, damit verbraucht und vertan, sein fleischliches Leben, die 30 Jahre seines verborgenen Lebens, die 3 Jahre seines öffentlichen Lebens und die drei Tage seines Leidens und Sterbens, alles hat er nicht dazu verwendet, verbraucht und vertan. Seine 30 Jahre Arbeit und seine 3 Jahre Predigt und seine 3 Tage des bitteren Leidens und Sterbens, seine 33 Jahre Gebet, er hat es nicht dazu vertan. Seine Menschwerdung, die eigentlich seine Einfleischung ist, sein Menschenleben und Arbeiterleben und Priester und Heiligen und Märtyrerleben, sein Christenleben, sein Heilandsleben, um uns daraufhin irgendwelche Albernheiten feilzubieten und um den Schlauen zu spielen. Nein, nein, mein Kind, und Jesus hat uns auch keine toten Worte gegeben. Toten Worte, die wir verschließen müssten in kleine Schachteln oder meinetwegen in große, die wir verwahren müssten in ranzigem Öl oder wie die Mumien Ägyptens. Der Heiland, mein Kind, hat uns nicht Worte zum Einmachen gegeben. Das sind keine Fallobstworte, sondern zum Aufbewahren. Er hat uns lebendige Worte gegeben, die wir immer wieder auspacken können und müssen, um uns gegenseitig Nahrung zu geben.
Am Jugendzentrum meiner Heimatpfarrei stand in großen Buchstaben ein Spruch von Don Bosco, den viele von uns kennen. Gutes tun, fröhlich sein und die Spatzen pfeifen lassen. Seit Kindheitstagen begleitet mich dieser Satz von Don Bosco und soll mir ganz persönlich als Motivation für 2021 gelten. Lieber Gott, all das möge auch hier bei uns vor Ort und weltweit gelingen. Hilf uns dabei, Gutes einfach zu tun, mit einer gesunden Portion Humor durchs Leben zu gehen und die Leichtigkeit, nicht alles immer so bierernst zu nehmen. Gutes tun, fröhlich sein und die Spatzen pfeifen lassen. Schenke uns ein gutes, ein fröhliches und von Leichtigkeit und Humor erfülltes 2021. Wir können es alle gebrauchen. Aber dafür müssen wir auch was tun. Dabei hilf uns, guter Gott. Wir loben und preisen dich nicht nur in diesem Jahr, sondern bis ans Ende unserer Tage. Amen.
guter Gott, du Gott des Anfangs und des Endes, mit jedem Jahr machst du unsere Erde neu und jung. Gib uns daraus neuen Schwung und kräftige unser Leben durch Brot und Wein, die wir auf diesem Altar gelegt haben. Lass uns mit Freude und Zuversicht in diesem Jahr gehen, in dem Glauben, dass du alles zu unserem Besten machen wirst, durch Jesus Christus, der zu unserem Glück in diese Welt geboren wurde, dein Sohn, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Ja, Gott, es ist würdig, es ist recht, es ist gut, wenn wir uns dankbar zeigen. Denn Großes hast du an uns Menschen getan. Du hast uns durch die Menschwerdung deines Sohnes geheiligt. Du hast uns geführt bis in diese Stunde des neuen Jahres. Wir dürfen jetzt das Alte loslassen. Wir dürfen dieses neue Jahr dankbar in deine Hände legen. Liebe und Leid, Freude und Trauer sollen bei dir aufgehoben sein. Mit dir beginnen wir eine neue Zeit. Ja, es ist nur ein Kalenderjahr, aber in uns pocht das Herz der Neugierde und der Zuversicht. Und so überschreiten wir diese Schwelle des neuen Jahres. Natürlich auch immer verbunden mit etwas Bangen und Sorgen, weil wir eben nicht alles wissen und wissen können, was die Tage, Woche und Monate uns bringen werden. Aber du hältst unsere Zeit in deinen Händen. Wir wissen, nichts kann uns trennen von dir. Es ist nur gut, darauf zu vertrauen, auf dich, auf deine Zuwendung und deine ewige Treue auch in diesem neuen Jahr. Deswegen singen wir dir in Freude, in Zuversicht und Dankbarkeit unseren Jubel, unser Lied des Lobpreises und der Ehre. Heilig, 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 Gott Herr aller Mächte und Gewalten, erfüllt sind Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe. Hochgelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Ja, heilig bist du, unser Gott. Heilig sind diese Zeichen von Brot und Wein, die unser Leben und unsere Liebe begleiten. Und darum bitten wir dich, gütiger Vater, sende deinen Heiligen Geist über diese Gaben von Brot und Wein. Heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend vor seinem Leiden nahm er beim Mahl dieses Brot und sagte dir Dank. Er brach das Brot, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmt und esst alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl diesen Kelch mit Wein, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmt und trinkt alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Voller Vertrauen auf seine Nähe, die uns nie verlässt, gehen wir in dieses Jahr, feiern wir Eucharistie, sagen wir Dank und bekennen wir unseren Glauben. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. So bringen wir, Vater im Himmel, vor dich, Jesus Christus. Wir bringen dir sein Leben und seinen Tod, seine Auferstehung. Er ist die Spur, der wir immer folgen. Er ist unsere Gewissheit in aller Unsicherheit. Er ist unser Halt in allem Wechsel. Er ist die Ewigkeit hinter all unserer Zeit. Durch sein Leben hat Jesus uns gezeigt, dass nichts beim Alten bleiben muss. Er will, dass sich die Welt verändert, indem wir uns ändern. Er will eine menschenfreundliche Welt, deswegen ist er Mensch geworden.
Durch seinen Tod hat er uns gezeigt, dass nur die Liebe bleibt und alles andere vergeht. Er will, dass wir seine Güte weitergeben, die uns geschenkt wurde. Dann hat der Tod nicht das letzte Wort. Durch seine Auferstehung hat er uns gezeigt, dass es einen Aufbruch gibt von gestern zum Morgen. Nach diesem Leben zum wahren Leben, nach dieser Zeit in deiner Ewigkeit. In dieser Zuversicht gehen wir in durch das neue Jahr. Zusammen mit unserem Papst Franziskus in Rom, mit unserem Bischof Reinhard, vor allem aber mit den Frauen und Männern dieser Gemeinde, die für uns einen Dienst tun, sowie mit allen, die mit uns den Weg Jesu gehen wollen. Stellen uns einen Stern am unseren Himmel, ein Licht auf unseren Weg, eine Hilfe für unsere Entscheidungen. Zeig uns dein Ziel, für das es sich lohnt, anders zu denken, anders zu leben, anders zu lieben. Wir beten für die Getauften dieses Jahres genauso wie für die Paare, die kirchlich geheiratet haben. Für die Kommunionkinder des vergangenen Jahres bitten wir, wie für die des kommenden. Wir beten für die Mitchristen, die die Kirche verlassen haben und sind dankbar für Männer und Frauen, die sich wieder zu unserer Gemeinde und zur Kirche zählen. Guter Gott, lass deinen ewigen Stern auch unseren Brüdern und Schwestern leuchten, die ihren Lebensweg im vergangenen Jahr beendet und für die wir den irdischen Abschied gehalten haben. Wir bitten dich aber auch für alle, die in diesem Jahr diese Erde verlassen werden. Und wenn sich unsere Zeit dem Ende zuneigt, dann führe auch uns ruhig und sicher in dieses Leben, das kein Ende mehr kennt, nur ewigen Anfang. Führe uns in eine Ewigkeit, die kein Leid und keine Träne mehr kennt, sondern nur Glück. In eine Gemeinschaft, die keine Einsamkeit mehr kennt, sondern nur Freude und Freundschaft. All dies dürfen wir feiern. Und wir tun es nicht alleine. Wir tun es mit der Kirche des Himmels. Zusammen mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria. Mit ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit all den Aposteln und Märtyrern, mit unserem Pfarrpatron, dem heiligen Maximilian, mit unseren Namenspatronen und mit allen Heiligen, die dich loben und preisen, durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Wir dürften, Herr, nach deinem Plan ein neues Jahr beginnen. Lass seine Zeit nicht ungenutzt durch Tage und Stunden rinnen. Lass es für uns gesegnet sein im Glück und in den Tränen. Führ uns in Liebe, Herz und Hand, im Geben und im Nehmen. Lass uns mit Wünschen aller Art das Jahr nicht gleich zu arg beschweren. Gib unserem Tun den Willen mit, vor dir uns zu bewähren. Geh mit uns, Herr, in diesem Jahr und lass es alle spüren. Du willst durch die Vergänglichkeit einen jeden von uns zur Vollendung führen. In diesen Worten von Zilli Kiesler steckt dieses ganze Vertrauen drin, das wir immer wieder zum Ausdruck bringen, wenn wir Gott unseren Vater nennen. Und so beten wir, so wie Jesus uns beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Wie uns tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Sonst würde uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Dein ist das Reich, die Kraft, die Herrlichkeit, Ewigkeit. Wenn Gott zu Besuch kommt, von Wilhelm Brunners, dann meldet er sich nicht
beim Einwohnermeldeamt, füllt er keinen Fragebogen aus. Da zeigt er keinen Ausweis. Er bleibt anonym. Damit wir vor ihm nicht erschrecken oder in die Knie gehen, sondern dass wir bei uns bleiben, bei unserer Arbeit bleiben, der täglichen. Dass wir uns nicht stören lassen beim Betten der Kranken, beim Füttern der Gelähmten oder beim Umarmen der Kinder. Wenn Gott zu Besuch kommt, kniet er vor uns nieder in hilfloser Gestalt. Herr Jesus Christus, an diesem Tag gedenken wir des Friedens auf der ganzen Erde, den es nur gibt, wenn wir als Werkzeuge dieses Friedens ihn schaffen. Und so bitten wir dich, schau nicht auf unsere Fehler und Sünden, schau auf unsere leeren Hände, auf unseren guten Willen, unser Bemühen, unser Hoffen, unsere Sehnsucht. Und schenke uns so nach deinem Willen Einheit, Liebe und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Lamm Gottes, du nimmst den Weg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst den Weg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst den Weg die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. Und so seht ein Stück zerbrochenes Brot, es ist das Lamm Gottes, es ist die Liebe, die einem jeden von uns geschenkt ist, ohne Wenn und Aber und ohne Einschränkung. Das Lamm Gottes, das im Weg nimmt Sünde, Schuld und Tod dieser Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Der wahre Zeitmesser ist nicht die Uhr. Der wahre Zeitmesser ist die Hoffnung. Das macht die Zeit strittig, ob sie leere oder erfüllte, hoffnungsvolle, gleichsam bis an den Rand mit Zukunft geladene Zeit ist. Der Leib Christi schenke uns ewiges Leben. Yeah.
Lasset uns beten. Nein, bitte, bitte. Ich will euch da nicht abwürgen, wirklich nicht. So wie man so schön sagt, fallen Sie mir nicht ins Wort, wenn ich Sie unterbreche. Ja, also machen Sie. Es ist nur ein Zeichen, ein Ausdruck dafür, dass wir alle verstanden haben, was für ein unglaubliches Geschenk so es ist, so miteinander Gottesdienst feiern zu können. Lasset uns beten. Guter Gott, wir gehen in ein neues Jahr und wir bitten dich um eines, deine Nähe und die Erkenntnis in uns, dass es Wunder immer wieder gibt, auch für uns. Lass uns darauf achten, was uns gelingt und was uns geschenkt wird. Es ist immer ein kleines Wunder für uns dabei. Für unser Leben sind diese kleinen Wunder irgendwie viel wichtiger als der große Lottogewinn. Lass uns mit warmen Händen geben, denn je mehr wir festhalten meinen zu müssen, desto mehr haben wir aufzugeben. Desto schwerer wird uns der Abschied fallen von dem, was wir verschenken, aber bleibt doch immer ein guter Duft an unseren Händen. Dass uns all das gelingt, darum bitten wir dich durch Christus, unseren Herrn. Amen. Meine Lieben, ich bin jetzt, ich glaube, das ist jetzt mein 28. Neujahrsmorgen hier. Immer in unterschiedlicher Konsistenz, wie die Nacht heute ausgefallen ist. Aber so ausgeschlafen wie heute war ich noch nie. Ja, den Umständen geschuldet, gell? Aber ich glaube, und das lasst euch wirklich, das ist keine Schmeichelei, lasst euch das sagen. Ich glaube, ich habe noch nie so einen leichten, so einen beschwingten, so einen heiteren und trotzdem nicht mit Fröhlichkeit aufgesetzten Neujahrsgottesdienst gefeiert wie heute. Dank eurer Musik. Nichts gegen eine gute klassische Musik, wie wir es gestern hören durften mit den Stücken aus dem Brandenburgischen Konzert. Aber das muss ich jetzt sagen, hätte ich jetzt nicht braucht. Das hätte mich vielleicht jetzt mehr angezogen, als was eigentlich notwendig ist zu Beginn dieses neuen Jahres. Jetzt brauche ich Leichtigkeit. Jetzt brauche ich Offenheit. Jetzt brauche ich das Gefühl, aufbrechen zu wollen, mir vor nichts mehr Angst machen zu lassen, mir gegenseitig zu sagen, das kriegen wir schon, das packen wir schon. Ich möchte auch den anderen sagen, ihr seid toll, so wie ihr es heute Nacht gemacht habt. Ich finde es toll, dass wir da alle an einem Strang ziehen. Und ich finde es toll, wie viel Verantwortung hier Menschen übernehmen, dass das einfach nur eine wahre Freude ist, dass man sich auf die Menschen eben doch verlassen kann. All diese Leichtigkeit, diese Freude habe ich in eurer wundervollen Musik heute erleben dürfen. Wirklich für mich der beeindruckendste Neujahrsmorgensgottesdienst. Ohne Kater im Kopf, ohne irgendwelche übertriebenen Sorgen, in dem fixen, festen Vertrauen, dass es ein guter Weg wird. Vielen Dank dafür, dass ihr uns das musikalisch geschenkt habt. Und natürlich auch euch. Auch das muss ich sagen, ohne Corona, ich hatte noch nie, obwohl wir jetzt wirklich alles genau beachten und es sind keine Leute zu viel da und der Abstände werden gewahrt, aber ich hatte im Neujahrsmorgen nie so viele Leute. Ja, also muss ich ja sagen, Corona sei Dank oder was, denen, die uns am Bildschirm zuschauen, noch gar nicht mit eingerechnet. Dass wir so eine gute Gemeinschaft hier jetzt gewesen sind, in diesen, lass mich hinschauen, eineinhalb Stunden, das liegt ja nicht nur an einem, der da vorne steht und redet oder eine gute Musik, das ist immer ein Gemeinschaftswerk. Und das möge uns Motto sein für dieses Jahr, das für uns sehr einschneidend sein wird. In 4 Wochen sperren wir hier zu.
ich gehe in Rente, wo ihr hingeht, ist mir wurscht. Nein, keine Ahnung. Das heißt, wir werden viele Dinge hier neu organisieren müssen in diesem Jahr. Wir sind schon heftig dabei, Pläne zu entwickeln. Ja, auch da brauchen wir eure ganze Flexibilität, euer Mittun, euer Mitmachen, Gemeinde zu gestalten auf ganz anderen Art und Weise, wie das heute sonst üblich ist. Raus aus dem üblichen Trott, hinein, mitten ins Leben und das dann noch bedingt durch die Umstände, die uns noch viele Monate jetzt begleiten werden, bis wir das alles um uns herum im Griff haben. Danke für euch, dass ihr da seid. Ihr seid ganz großartig. Wir machen es nicht nur für euch, seid euch dessen sicher. Wir machen es immer mit euch. Danke. Und jetzt wollen wir um seinen Segen bitten. Was haben wir? Ja, genau. Also wir hören natürlich nicht auf, aber wir dürfen dazwischen nach Hause gehen. Um 18 Uhr feiern wir die feierliche Neujahrsvesper, die eigentlich auch deswegen ein wichtiger Punkt ist, weil wir ja damit die Weihnachtsoktav, diese 8 Tage, ist ganz orientalisch, wo wir jetzt die Geburt Jesu gefeiert haben, abschließen. Michael wird die Weihnachtsvesper heute hier vorstehen. Wir haben schon beigebracht, in Bayern sagt man dazu, er ist der Heptomedar. Heptomedar, er fragt mich mal, was das heißt, sage ich, keine Ahnung, es klingt nur gut. Und das ist ja auch schon etwas. Und eine feierliche Musik mit unserem Herrn Häusler und Herrn Estel. Also um 18 Uhr Weihnachtsvesper. Der Herr sei mit euch. Unter diesem Segen sollt ihr von ganzem Herzen begleitet in dieses neue Jahr gehen. Ein Dach, das euch schützt und Geborgenheit schenkt. Eine Türe, die immer für euch offen steht. Ein Tisch, der stets gedeckt ist. Ein Bett, das euch ausruhen lässt. Eine Pflanze oder ein Tier, das euch an die Schönheit und die Wunder der Schöpfung erinnert. Eine Hand, die euch hält und einen Arm um euch legt. Ein Mensch, der euch liebt und dem ihr vertrauen könnt. Und all das zusammen. Ein Gott, der in euch lebt und der immer mit euch geht. Und das gewähre euch der gütige und in der Liebe allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Und ich lasse euch hinausgehen mit einem wunderschönen Wort, einem Motto des Jahres aus dem Sanskrit, das heute richtig gelebt, macht jedes Gestern zu einem Traum voller Glück und jedes Morgen zu einer Vision voller Hoffnung. Ich wünsche euch ein gutes Neues, geht hin in Frieden. Und was hören wir am Ende, meine Herren, jetzt habe ich den Damen gesagt, da weiß Städter der Hut so gut, ich habe auch so einen Hut, ich bin nämlich ein Ehrenbild. Den muss ich ein paar Mal jetzt aufzählen. Bitte. Also das letzte Stück heißt, wir brauchen einen Freifahrtschein mitten ins Leben hinein. Einen Freifahrtschein mitten ins Leben. Niemand muss schwarz fahren.